wichtig, dass es nicht startet. Okay, so, jetzt haben wir es. Ja, das ist, glaube ich, die einfachste Zeichnung. Das heißt, der Lichtstrahl kommt von R, landet in der Netzhautgrube. Man macht einen parallelen Lichtstrahl. Ups, da soll er eigentlich landen. Einen parallelen Lichtstrahl zu dem ersten durch K'. Und man hat F' gefunden. Fertig. Ja, rein theoretisch. Aber das macht man im Grunde genommen nicht unbedingt. Wir könnten das sogar tatsächlich berechnen, indem wir, ich verrate es euch nur ganz kurz, ohne dass wir es machen, das ist ja quasi das Objekt und das ist das Bild. Und wenn wir jetzt die Strecken von K aus messen, also von K zu R und von K' zu Netzhautgrube, dann könnten wir mit der BAT-Formel alles mit 1 dr ausrechnen. Da das aber überhaupt nicht zu den Formeln passt, die wir sonst verwenden, würde das nur verwirren. Und deswegen lassen wir hier die Rechnung weg und machen tatsächlich nur die Zeichnung.